So, weiter geht's gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Im letzten Spiel haben wir das 3-2 verloren gegen den HSV und jetzt kommt alle drei Tage. Das nächste Spiel ist auch noch gegen Wolfsburg. Also es ist jetzt alles hintereinander weg gerade. So, ich muss jetzt mal mit Coutinho ja, mal da mitnehmen. Baku. Baku. Dennis Geiger mal auf die 6 sitzen. Oder wollen wir dann in Mönchengladbach hoffentlich mal was holen, endlich wieder? Aber gut, in Hamburg war es die B11, aber wie gesagt, es hat defensiv hinten und vorne überhaupt nicht gepasst. Immer wieder in diese scheiß Konter gelaufen. Na gut, dann probieren wir es halt weiter. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn der steht ja trotz aller Gerüchte um einen Wechsel in der Startelf. Ja, warum auch nicht? Wir zeigen es Ihnen live. So, gegen den Tabellen 15, also den haben wir 17 mal verloren, gegen den Tabellen 15 auswärts wollen wir natürlich was mitnehmen. Drittes Auswärtsspiel in Folge. Aus der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas. Ja, schöner Ball auf Richter. Ja, wir haben da mal in Hamburg sowas von schmerzlich vermisst. Und das ist am 1:0. Coutinho. Vierte Minute. Vierter Saisontor Philipp Coutinho, der wie gesagt vor dem Wechsel von Paris noch sein Tor macht. Vielleicht nach Paris wechselt. Würde halt jetzt halbe Jahr ja noch spielen hier. Der Ballverlust. Coutinho am Ball. Baku. Redler. Baku! Zappa! Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Becker. So, was machen Sie dort? Ja, Ballverlust in der blöden Situation von Timo Becker. Eigentlich ist er eigentlich da hinten, soll er als Innenverteidiger heute geplant. Hat im letzten Spiel noch als Rechtsverteidiger gespielt. Jetzt spielt er als Innenverteidiger da hinten. Und dann gibt es den Ball über Hazard. Auch der war in Hamburg nicht mit am Start. Lieb aus Fitnessgründen zu Hause. Und da kann die Gladbacher dann noch irgendwas klären. Nächste Ecke wieder da rausgeholt. Jetzt die Ecke. Hereingabe kann gut, aber der Ball ist erstmal. Nochmal was versuchen über Marco Richter. Er kann ihn nicht aufhalten. Und dann ist Akku. Er und kann den Schuss blocken. Also zumindest mit einer. Mit dem Versuch von ihm. Stefan Leiner. Klasse, wie er da hingeht. Gibt Einwurf. Guter Einwurf für Gladbach. Oh, Thuram gegen Geiger vorbei. Er geht ganz schön rum. Nö. Savage, alles gut. Alles top gemacht. Traf übrigens in Turin. Maximilian Arnold. Guter Ball auf Akku, der ist auch schnell, deswegen haben die Schalke ihn auch geholt. Als
Backup, Linksverteidiger, jetzt hat er den Platz, aber nicht das Tor. Wieder gut, ja, versucht immer mal wieder. Lass den ersten Gladbacher stehen. Hazard, abseits. Ja, das wollten sie gut ausspielen, da hinten haben sie auch versucht, aber nicht so wie das. Da oben, der fordert den Ball. Und dann gibt's den Konter, aber die Gladbacher den Ball im Tor, was wir verlieren. Und dann ist es das Tor. Locker Salario, 0 zu 2. Ja, der, was heißt, das müsste es sein. Alter, ist die Minute 0 zu 2. Mal gucken. Ja, wieder so ein Ball von uns der Gladbacher. Also, das sehe ich nicht, weil die Gladbacher stehen gerade so wie wir im letzten Spiel gegen den HSV. Arnold. 0-3. 35. Ja. Die Gladbacher stehen genauso defensiv gerade wie wir im letzten Spiel gegen uns. Da sind wir in jeden Konter reingelaufen. So, auf jeden Fall das. Auf jeden Fall das Tor zum 3-0, das ist jetzt ganz, ganz wichtig gewesen. Um jetzt den Zug rauszunehmen, an den Gladbacher ran. Also, in Hamburg hat es überhaupt nicht gepasst. Das ist bemerkt, dass es mit der DF überhaupt nicht funktioniert. Aber jetzt müssen wir wieder ein bisschen ran. Nächstes Spiel ist danach, glaube ich, wahrscheinlich gegen die Turina. Und jetzt gibt es den Konter, der schaltet. Da! Das war jetzt mal blöd gestoppt von Alario, weil der Ball eigentlich auf die Außen, andere Außen machen sollte. Maximilian Arnold. So, jetzt der Konter, nächste Konter. Hazard! Gegen Conti! Hazard! 0-4! Und deswegen habe ich die 33 Millionen für ihn auch bezahlt. Weil er genau solche Dinge ohne Probleme rausholen kann. Er wird langsam warm. Und haut das Ding da oben schön in den Knick. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. So, die 3 Punkte gehen zu uns. Das ist jetzt mal wichtig. Das ist super. Tor für Schalke 04. Etwas überraschend ist der Spielverlauf, aber jetzt ist erstmal Pause. Zu früh zu loben kann immer auch schon mal nach hinten losgehen, aber was sie heute zeigen, ist schon klasse. Zumindest Halbzeit 1 war hier eine klare Nummer und der Vorsprung ist natürlich beruhigend. Gut, gehen wir rein in die zweite Halbzeit, ne? Dortmund Bayern. Oh, 0-1. Das ist gut für uns, weil wir holen sind wieder so ein paar Punkte weg. Die Schalker sind bisher gut drauf. Also im Hinblick auf die Meisterschaft. Das ist immer gut. Richter. Noch nicht viel zu sehen von ihm, weil er auf jeden Fall Hazard geht. Aber Richter braucht eigentlich nicht so viel. Ne?
Richter brauchen nicht so viel. Und die Schalker schocken die Gladbacher direkt mit Beginn der zweiten Halbzeit. Mit dem nächsten Treffer. Ich sage, Herr Marco Richter, der braucht halt nicht viele Chancen. Spielverlauf reagieren soll. Das könnte gefährlich Richter. Werden. Richter. Hereingabe jetzt. Oh, das war jetzt wichtig, dass der weggeht, weil es wäre sonst wahrscheinlich der nächste Treffer gewesen wir hier. Uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung. Wieder Richter, Coutinho. Oh, der wird, glaube ich, Freistoß. Gerade so noch Freistoß. Wenn das ein bisschen. Also ich treffe jetzt auf mir 5 Meter. Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 58 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Ja, jetzt geht die Klappe auch mal mit dem hinten vorne drauf. Agu! Und jetzt gibt es Meter auf der anderen Seite. 65. Spielminute. Mara mit dem Elfmeter 1:5 Tor geschenkt. So, da kommt der Elfmeter nochmal. Ist natürlich so. Diesmal der Neuer, die neue Elfmeter nicht. Auch im letzten Spiel gegen HSV haben wir einen verursacht, der wieder nicht auch nicht gehalten wurde. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff ins Ergebnis. Ja, vielleicht ja, ist das so etwas wie Galgenhumor, wie Schadenfreude, keine Ahnung. Vielleicht sollte man so weit nicht gehen, aber Fakt ist, dass sie heute nicht unbedingt ihre beste Leistung gezeigt haben. So, ja, jetzt nochmal Mönchengladbach über die Außenbahn. Es gibt Ecke, alles ist gut. Sonst wäre es nämlich der nächste Elfer gewesen. Ecke in die Mitte. Naja! Nächste Chance, noch eine Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. So, jetzt gibt es erstmal den Konter Marco Richter. Kann der mit Tempo oder Abwehrspieler vorbeimarschieren? Den so, kommt die. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Jo, Kammer und Richter! So kann man ja folgen. Und deswegen ist der auch da unten so wie. Und deswegen hat man mehrere Angebote über 100 Millionen auch abgelegt für ihn. Weil man einfach keinen was hat. Gut, der Rose hat 85, 86 Millionen verkauft. Aber das jetzt hier ist halt. Der braucht was halt. Aber klasse Tor. Hat den Italiener da außen immer wieder vor Probleme gestellt und der braucht. Und dann passt das. Wechsel. So, Wechsel bei Borussia Mönchengladbach jetzt noch.
So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg ist der Gegner im nächsten Bundesligaspiel. Und das ist lösbar, keine Frage. Sollten die vor keine großen Probleme stellen. So, da gibt es einmal vor uns. Und jetzt nochmal der Konterball, Ario, vielleicht jetzt nochmal was gegen Stevens, der kommt überhaupt nicht in Zweikampf, Stevens weg. Und Pfosten. Sie geben den Ball ab. Im Signal Iduna Park passiert was, es ist ein Tor gefallen, im Studio gibt es alle Infos für uns. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 84 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Sehr gute Gelegenheit eigentlich, aber Klapper hat nochmal eine gute Kopfballsituation. Aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Lucas Alario. Jetzt haben sie den Ball. Zu einfach. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Arne Meyer. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Gefährliche Szene. Jo, 2:6 sagt das Tor im heutigen Spiel. Also am Ausgang dieses Spiels wird dieser Treffer wohl nicht mehr viel ändern. Tor von Borussia, das haben die Schalker an sich selber zuzuschreiben. Da kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Wir haben momentan einfach noch viel für zu viele Fehler in der Defensive. Macht das Tor wohl keinen Unterschied, aber wir schauen natürlich trotzdem nochmal drauf. Ja, immerhin zeigen sie nochmal was. Die Fans werden das honorieren. Hier nochmal dieser Treffer. Mit dem Tor zum. Wie es heute zugeht. 6:2. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff ins Ergebnis. Ja, vielleicht ist es auch schon so etwas wie. Oh. Das ist der Schlüssel. Ja, das ist. Letztes Tor des Spiels hat Michel Gottfried erzielt. Und am Ende ist es das 2:6. Dann war's das. Auf jeden Fall die Aufgabe Mönchengladbach mit Bravour und hochverdient erledigt. Auch die Aufgabe. Oh, Team ist weg. Schade. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt wieder auf 7 Punkte weg von den Münchnern, von den Dortmundern. Und im nächsten Spiel treffen wir dann auf VfL Wolfsburg und da wollen wir natürlich auch wieder gewinnen.